Ja, ich weiß, das ist wahrscheinlich ein bisschen müßig, das zu sagen, aber Captain Marvel hat bereits vor seiner Veröffentlichung unglaublich viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen können. Das ist jetzt wahrscheinlich eine Aussage, die man eins zu eins copy und paste-mäßig vor jedes Review zu jeder Produktion der Marvel Studios setzen kann. Aber anders als bei den Avengers oder sonst irgendjemanden, war das hier tatsächlich ausschließlich aus den falschen Gründen. Nein, ich bin nicht der Meinung, dass irgendein bierbäuchiger Couch-Potato mit einem bierbefleckten Tank Top entscheiden kann, was die richtige Zukunft für eine Comicserie ist. Nein, ich bin sogar tatsächlich der Meinung, dass Veränderung etwas Gutes ist und freue mich auch, dass ich hier auf YouTube offensichtlich sicher sitze, um nicht vor irgendwelchen Tomaten beworfen zu werden. Da kriege dann der Begriff Angriff der Killer-Tomaten eine ganz neue Bedeutung. Aber ich bin tatsächlich jemand, der sich freut auf etwas, das etwas anders ist. Und da ist Captain Marvel meiner Meinung nach momentan ein absolutes Paradebeispiel. Von vielen gelobt, von einigen gehasst, bin ich einfach nur ganz besonders bei diesem Film darauf gespannt, mir ein eigenes Bild davon machen zu können. Und das nämlich nicht basierend drauf mit: Huch, mein Spider-Man hat plötzlich Brüste, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, sondern tatsächlich von so absolut belanglosen Dingen wie schauspielerische Leistung oder Drehbuchqualität oder einfach grundsätzlich der Tatsache, ob es ein guter Film ist oder nicht. Das weiß man aber grundsätzlich erst, nachdem man den Film gesehen hat. Und darüber dann zu sprechen, macht wahrscheinlich nicht ganz so viel Spaß, wie bereits im Vorfeld zu lästern. Aber lassen wir die Sache, lästern wir einfach einmal über etwas komplett anderes. Denn wir sind hier auf Playzocker Reviews, wo wir zu 90% Filme auspacken, die ich noch nicht gesehen habe. Und das ist beim Captain Marvel natürlich gar nicht anders. Ich habe jetzt erst einmal von Amazon die 4K UHD Blu-ray im Steelbook bekommen, die übrigens dankenswerterweise mit einem netten Gitch hier links unten, der allerdings nicht nur auf dem Frontcover recht deutlich zu sehen ist, sondern sogar auch hier auf dem Spine. Ich bin tatsächlich noch wirklich, wirklich am Überlegen, ob ich das Ding nicht einfach zurückschicke und austauschen lasse. Mal schauen, ob ich da in der nächsten Zeit dazukomme, weil ich mein Kalender wirklich extrem voll ist. Aber wir haben, wie von Disney gewohnt, hier ein Steelbook, das in einer Art Quarterslip steckt, auch wenn es in dem Fall eher so eine Art Fifth Slip ist. Aber was ich auf jeden Fall extrem positiv hervorheben möchte, ist, wir haben tatsächlich den Filmtitel auf dem Spine. Danke, Marvel, dass ihr diesmal an das Allerwichtigste bei einem Steelbook gedacht habt. Außerdem bekommen wir auf dem Backcover die Inhaltsangabe zum Film. Wir bekommen eine Photoshop-Montage, die jetzt meiner Meinung nach verhältnismäßig nichtssagend ist. Und die ganzen technischen Informationen rund um die enthaltenen Discs, nämlich eben die Blu-ray und die Blu-ray UHD 4K-Disc, können dann einmal das Steelbook aus dem Schuber nehmen und finden, dass natürlich einerseits das Frontcover-Artwork vom Steelbook hier auf diesem Fifth Slip fortgefetzt wurde, mit einer einzigen Ausnahme, die Katze rechts unten fehlt. Was Marvel trotzdem relativ cool gemacht hat hier. Ach, da ist der Gitch auch auf dem Steelbook, ja geil. Damit hat sich die Frage nach dem Umtausch wohl geklärt. Wir finden hier relativ schön eigentlich gemacht eine partielle Veredelung mit dem partiellen Glanzlack, der nämlich eben einerseits über die offene Tür, über den Boden und dann auch rechts über die Katze geht. Wir sehen das geöffnete Tor, wobei hier bei dem Stern-Logo ein bisschen von dem metallischen Silbo-Effekt durchkommt, der eigentlich relativ cool gemacht, vor allem eben in erster Linie bei dem Stern, ein bisschen bei dem Himmel, aber vor allem hier bei ihren leuchtenden Unterarmen sehr schön zur Geltung kommt. Ansonsten sind alle Bildelemente wie gehabt grundiert. Das Einzige, was mir allerdings auch bei diesem Steelbook auffällt, was immer sehr, sehr schwer ist, das in einem Video zu beschreiben und zu erklären, wenn man es einfach per se in einem Video nicht so gut sehen kann, wie man es dann empfindet, ist es vor allem hier bei diesen Wolken so, dass sich die Farben von dem Steelbook doch etwas
seltsam verändern, wenn man das Ganze gegens Licht bewegt. Also nicht so, wie ein wirklich schöner Steelbook-Effekt sein sollte, sondern eher, naja, seltsam. Wir schauen auf das Backcover, da finden wir dann das Captain Marvel-Logo. Sehr schön, hier eben unterteilt der rote und blaue Teil. Mit der Grundierung, aber der goldene Teil mit partiellem Glanzlack und eben auch mit metallischem Schimmer, wobei auch der nicht dermaßen extrem ausfällt, wie man das bereits bei anderen Steelbooks gesehen hat. Es ist im Endeffekt, kann man sagen, ein durchaus gelungenes Steelbook, wenngleich vor allem bei den Marvel Filmen bereits deutlich schönere und vor allem innovativere Designs erschienen sind. Das ist eher eine Art Standard-Artwork. Drinnen dann wartet überraschenderweise eine Blu-ray, die komplett leer ist, aber eine 4K-Blu-ray, bei der sich der Grafiker offensichtlich mehr Arbeit gemacht hat, weil man scheinbar das Format unterstützen möchte. Da ist Marvel eher allein. Aber hier ist tatsächlich die 4K-Disc bedruckt mit einem kleinen Werbeding eben auch zu Comics oder Figuren drinnen und dann hier einem wirklich wunderschönen Innenartwork. Das ist natürlich einerseits mit Abstand der schönste Teil von diesem Steelbook, aber andererseits auch einer der schönsten Steelbook-Innenartworks, die ich seit langem gesehen habe, weil nicht nur, dass das ein absolut geniales, heroisches Bild mit Brie Larson ist, sehen wir vor allem eben hier bei dem Flugzeug, bei dem aufgehenden Cockpit oder gerade hier, dass es sich nicht um ein Szenenbild handelt. Das hier ist eine Zeichnung. Das ist ein wunderschön detailliert, farbenfroh und großartig gezeichnetes Innenartwork, das sich meiner Meinung nach perfekt in das Innere von diesem Steelbook einschmiegt und einfach nur ein absolut großartiges Bild abgibt. Das steht im klaren Kontrast zu dem etwas standardmäßigen äußeren Look von dem Steelbook, ist aber im Endeffekt auf jeden Fall ein Release, wo man sich meiner Meinung nach definitiv lieber das Steelbook als irgendeinen Keepcase Release gönnen sollte, weil alleine das Innenartwork ist es definitiv wert. Wobei ich aber auch tatsächlich nicht zu böse schimpfen möchte. Ich finde ja, dass auch dieses Frontcover eigentlich ziemlich hübsch ist und vor allem eben die Tatsache, wie sie hier zum Teil in diesem Schuber dann verschwindet und unten eben nicht noch einmal auftaucht und eben auch die Katze unten fehlt. Es sind schon einige clevere Details da, aber ich glaube, wer einmal die Marvel Steelbooks von, sagen wir mal, Ant-Man oder sowas gesehen hat, der weiß, was die wirklich, oder Doctor Strange, der weiß, was die wirklich genial designten Marvel Steelbooks sind. Das ist Captain Marvel nicht, aber es ist auf jeden Fall ein schönes Steelbook.